herzlich willkommen an diesem wunderschönen Ostermontag hier zu einer neuen Folge Rocket League zusammen mit Matrix Pro. Ja, auch von mir einen wunderschönen Ostermontag. Ich weiß zwar nicht, ob dir so schön bei dir ist. Also bei mir ist richtiges Scheißwetter. Also bei mir ist es schön. Trotzdem ist es schön. Trotzdem. Es ist ja Sonntag noch für uns. Für uns ist Ostersonntag noch. Ja, für uns ist Ostersonntag, ist trotzdem Scheißwetter hier. Aber bei mir ist es schön sonnig. Vielleicht darf ich jetzt ja meinen Satz zu Ende aussprechen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterwochenende gehabt mit schönen 4 Tagen frei, weil Karfreitag war ja auch schon frei. Für die, die arbeiten müssen, für die, die in der Schule sind, das ist ja eh egal. Ja, wir wollen spielen. Und alles erzähle ich in der nächsten Runde. Du suchst schon wieder. Ja, ich dachte mal, ich mach das einfach mal. Ja, mal überrumpel mal den alten Mann, einfach egal. Ich habe gestern übrigens mit Alpha gespielt und er war ja beim Osterfeuer gewesen, war ein bisschen angeduselt, sage ich jetzt mal. Oh, oh, oh. Und da dachte ich mir, das kannst du nicht alleine stehen lassen, dann duselst du dich auch an, also ich nicht, du fährst. Und hab dann nebenbei auch ein bisschen was getrunken, was eigentlich richtig lustig geworden ist, also die ganze Runde. Also wir haben wieder mal gar nichts geschafft. Das Video lade ich auch noch hoch, demnächst. Und Du lädst ein Video hoch, wo ihr betrunken Rocket League spielt. Ja, das ist aber mehr so ein Musikvideo, weil da ist wieder ein schöner Mix drin von mir. Alles klar. Weil nämlich die Soundeinstellung versagt hat. Nice. Da, das Windows. Schade. Das Update von Windows hat die Soundeinstellung zurückgesetzt und da dachte sich Action noch, ich nehme den Sound einfach mal nicht auf. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen länger kein Rocket League mehr gespielt. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben ein Tor. Das habe ich wohl registriert so. Ja. Und das habe ich sogar mal richtig getroffen, so wie ich wollte. Das ist ja Wahnsinn. Ganz selten, du fährst. Ich fahr ran. So, und du willst jetzt Kekse backen ohne Eier. Genau, ja genau. Oh nein, oh, Eier, warte Eier, da. Eis. Mach rein, mach rein. Ich stehe doch erstmal und warte ab. Guck mal, Leute, um euch mal kurz in die Story reinzuführen. Ja. Jetzt kommt die eierlose Erdbeertante. Also, ich wollte Kekse backen, ne? Also, ja. Ist mir aufgefallen, scheiße, du hast keine Eier in der Hose. Natürlich blöd. Ja, jetzt habe ich gegoogelt und herausgefunden, man kann Tomatenmark als Ersatz nehmen. Was ich aber nicht tun werde, weil ich glaube, so Kekse mit Tomatenmark, hast du das schon mal probiert? Glaube ich nicht so die nice Kombination, oder? Ich nicht, ne. Ich habe Tomatenmark bis jetzt nur auf der Pizza gehabt oder vielleicht anderen ähnlichen Dingen. Aber in Keksen, nein. Okay, aber da stand auch noch, dass man stattdessen Bananen nehmen kann. Na klar. Bananen sind die härteste Währung der Welt. Ich weiß nur leider nicht, ob ich Bananen habe. Das kannst du natürlich auch nicht. Ich bin auch zu faul, um zur Tanke zu gehen. Weil ich glaube, da sind die eh voll überteuert, die Eier. Ja klar, die sind Tanke natürlich alles ein bisschen teurer. Und ich möchte auch nicht zu Nachbarn gehen, weil ich kenne die alle. Das wird auch komisch klingen. Könnte ich mal ihre Eier haben, bitte? Weil ich bin ja auf 24/7 halt immer in meinem Bunker. Deswegen. Ich habe gar keinen Kontakt zu Außenwelt. Genau. Ja, das geht mir auch immer so. Ich bestelle ja auch nur extern. Und wir sollten uns vielleicht wieder ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren, dass die jetzt hier kein Tor schießen. Mach mal. Ups. Mach weg! Wenn ich dir von meiner Seite aus weggemacht hätte, dann wäre vor das Tor geflogen. Das wäre ungünstig. Ich mach. Gewesen. Das ist mehr Absprechen, glaube ich. Ja, das wäre auch sehr praktisch, wenn du das dann vorher machst, dieses Absprechen und nicht. Guck mal! Ja, schön. Sehr schönes Tor. Und nicht schon fährst oder schon da bist und sagst, ich mach. Das war ein schönes Tor. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt noch eins schießen, geben die auf. Meinst du? Fährst? Ja. Dann lassen wir die mal jetzt hinten. Das war ich mit Alpha auch. Entweder wir verlieren. Mach weg! Entweder wir verlieren oder die geben auf. Okay, aber so dann lass machen, dass wir zu 0 gewinnen, okay? Was, wenn ich dann schuld wäre, wenn wir es nicht zu 0 gewinnen würden? Lalala. Na, wo warst du hier im Angriff? Ja, da kam keine Ansage, ich mache jetzt einen Pass. Ja, nee, das machen doch die Fußballer auch nicht. Ich könnte euch über den ganzen Platz schreien, so, ja, ich mache jetzt einen Pass zu dir. Natürlich. Nee.
unterwegs. Und Tor. Hoi, lol. Geile Scheiße. Schön, das läuft ja richtig. Sonst treffe ich den Ball immer nicht so vernünftig. Aber der war richtig schön. Ja, der war auch geil vorgelegt, oder? Ja. Richtig schön reingeploppt. Reingeploppt? Ploppy, du fährst. So, und auf jeden Fall wollte ich halt so richtig schön so... Ich habe ja nicht mal Eier irgendwie so für Ostern, weil Ostern macht man ja nicht mal so Eier färben und so. Lol. Und so also ein Frühstück so ein Ei essen. Ich habe einfach keine Eier. Also ich habe Eier und ich habe es aber auch nicht gegessen, weil das tut immer so weh dann. Alles klar. Siehst du, eine ist weg. Dann geht der andere. Und der ist weg, weil er auf K ist, glaube ich. Ja, das ist ich fliege. Das. Warum ist der... Wieso ist man in so einem Spiel AFK? Also im Game. Warum nicht? Ja, kannst du doch nicht machen, wenn du hier spielst. Ja, wenn er gerade essen muss... Ich esse doch nicht, wenn ich hier im Spielen du bin. Du doch nicht. Nee, aber guck mal, stell dir vor, da kommt die Mutti an. Meint so, ja, mein Kindchen, es gibt jetzt Essen. Wenn du jetzt nicht kommst, dann mache ich dir dein WLAN aus. Kann mir nicht passieren. Wolltest du nicht reinschießen? Ach doch, sehr schön. Ja, ja, alles gut, dann, alles gut. 16-0. Und jetzt haben sie. Was habe ich gesagt? Gut, nicht bei 4-0. Ja, aber 6-0, das lässt sich doch sehen. Was ist los? Das erste Spiel, das Problem ist nur immer, wenn ich das jetzt mit Alpha mache zum Beispiel, dann ist das erste Spiel, das kann top sein. Da kannst du auch 50-0 gewinnen. Die nachfolgenden Spiele sind alle kacke. Jedes Mal. Ja, Bronze 2. Nee. Was wollen wir jetzt? Wir können das von mir nochmal machen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen. Ich habe jetzt hier mir gedacht, weil ist ja Ostern, machst du mal ein Gewinnspiel. Und mache ich auch. Und zwar gibt es ein paar ja, Minispiele, sag ich mal. Es gibt ja dieses Steam Random Case, die man für günstig Geld kriegen kann. Und da habe ich, ich muss lügen, 4 oder 5, ich glaube 5 Spiele, die ich herausholen werde, die einer von euch Zusehenden gewinnen kann. Und das, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich... Ganz einfach, einfach nur einen Kommentar schreiben. Gerne könnt ihr mich auch und die Erbetante abonnieren. Und natürlich auch ein Like nach oben gehen. Das hat aber keinen Einfluss auf das Gewinnspiel. Unterwegs, weil, unterwegs. Weil das sieht man sowieso nicht. Wer ein Like. Das heißt, es hat null Sinn. Also auch bei allen anderen Gewinnspielen auf YouTube, wo man sagt, ey, ihr müsst mich liken, damit ihr mitmachen könnt. Blödsinn, weil man sieht das nicht, der Like. Ja. Und mit den Abonnieren das gleiche. Wenn man doch, das kann man schon sehen. Nein, ja, bedingt. Wenn du eingestellt hast, dass man das sehen kann. Aber eigentlich kriegt man doch auch eine E-Mail. Ja. Ja, wenn das eingestellt ist, dass der das mitkriegen soll. Ansonsten ist das nicht. Du hast 169 Abonnenten, war mein letzter Stand. Guck mal in deine Liste rein, ob das alle 169 sind. Ich denke nicht. Ja, in der Liste nicht, aber man kriegt ja E-Mails. Außerdem sind es nicht mehr. Nein, ich habe nicht von allen E-Mails bekommen. Erst fahr mal an. Aber ist ja egal. Ihr müsst dazu kein Abo machen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar da lassen. Wobei, ich glaube, der Kommentar sollte dann heißen Hashtag ich möchte gewinnen oder ich will gewinnen. Ja, oder einfach ein netter Kommentar. Warum guckt ihr Matrix Let's Plays? Irgendwie sowas. Was findet ihr daran toll? Das würde mich mal interessieren. Na, und die Erdbeer-Tante zählt nicht. Wie? Hey, ich möchte auch mitmachen. Nein, klar. Ich meinte der Kommentar, warum sind die Videos toll, wegen der Erdbeer-Tante. Nein, das zählt nicht. Achso, also kann ich doch bei der Verlosung mitmachen, cool. Das können alle mitmachen, klar. Ja, wer ich gewinne. Warum soll ich dich denn jetzt ausschließen, das ist ja Blödsinn. Jeder, der das Video ja sieht und mitmachen möchte, kann natürlich gerne mitmachen. Das war blöd. Dann das siehst du auch mal, wer das Video nicht einfach nur kurz anklickt, sondern wer das längerfristig klickt. Weil das haben wir jetzt nicht am Anfang direkt gesagt. Ja, war clever, ne? Ja, richtig clever. Teams sind ziemlich ausgeglichen, finde ich. Aber das hindert mich nicht daran trotzdem. Geil! Geil! Also ein Doppeltor irgendwie, ne? Du warst auch irgendwie da. Ja, einfach neben dir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Richtig schönes Ziel, ey. Super. Ja, was für Spiele das sind, werde ich wahrscheinlich in die Videobeschreibung reinhauen. Bin ich mir noch nicht sicher. Wenn du es nicht vergisst.
das sowieso. Aber ich kann vorweg sagen. Ihr könnt übrigens. Ja, erzähl erstmal. Ich kann gleich schon auch schon mal sagen, es sind natürlich keine Top-Games, also nicht à la Battlefield 1 oder irgendwie sowas. Es sind halt wirklich kleine Spiele, teilweise halt auch Englisch. Aber halt dennoch Spiele, ne? Ja. Was ich sagen wollte, war, ich werde wie immer natürlich Matrix verlinken. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr auch bei der Verlosung mitmachen wollt. Gerne könnt ihr natürlich auch Matrix abonnieren, ne? Das wäre sehr schön, ne? Würde ich nichts dagegen haben. Der macht auch ganz lustige Videos, finde ich. Nur ein Tor leider nicht. Nee, die sind ein bisschen anders als die von vorn. So? Oder? Nein. Scheiße. Was ist denn hier jetzt? Tennis? Mensch! Hä? Wie kommst du jetzt auf Tennis? Ich hab den gerade nach rechts geschossen und du wieder nach links. Ah, falsche Richtung. Da wollte ich jetzt nicht hochfliegen, weil ich dachte, das hätte ich eh nicht. Hä, wo war das denn Parade? Kackerwurscht. Das war ein Tor. Kackerwurscht. Die spielen schon eine ganze Ecke besser als die vorn. Büschel, ne? Und ich finde, das ist immer so eine krasse Umstellung, wenn du jemanden hast, der ungefähr unser Level hat oder ein bisschen schlechter oder richtig schlecht halt. Mhm. Und dann wieder welche hast, die ein Stückchen besser sind oder viel besser. Ich finde, das ist immer eine derbe Umstellung. Ja. Machst du? Ey, da Rampen. Kein Turbo gehabt. Da ist auch kein Turbo, was ist denn hier los? Falsch erwischt! Jetzt aber, machen wir noch ein Tor ran. Haha, ja, wenn ich den Ball nicht treffe. Ja, dann musst du den Ball halt treffen, das ist doch. Das ist nicht so einfach. Wenn man keine Eier hat, ist natürlich blöd. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Ja. Mach, Ball, geh zum Tor, mach weg den Ball. Mach weg den Ball! Ja, bleib doch mal gemütlich. Oh, ich hab den weggerannt. Und wo warst du? Ich bin hier. Schöne Vorlage. Mach rein! Ah! Sehr gut. Tada! Da war der Ball zu langsam und ich zu schnell, eins von beiden. Aber es sieht schön aus. Juhu, daneben! Ich hab das mit Eifer letztens gehabt, da schieße ich ins Tor rein und er war im Gegnertor drin und fuhr raus und hat den Ball wieder rausgeschossen. Das war auch sehr geil. Hab ich auch schon mal hinbekommen. Das war auch sehr geil. Unterwegs? Ja. Es wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt auch noch gewinnen könnten. Boah, wir sind auf dem besten Weg dahin, würde ich sagen. Ah, ich hab kein Tor, wohl nicht genug. Bin im Tor. Ah, ich war auch im Tor. Ja, das wird doch was. Boah. Das wollte ich doch machen. Ja, da haben wir doch echt tatsächlich zwei Runden am Stück gewonnen. Was ist denn los? Ja, vor allem, ich habe ewig nicht gespielt. Ja, Bronze mal sehen. 2, Liga 2. Gehen wir mal ins Hauptspiel. Nee, das ist bei mir, ist das mit der Aufstieg hier. Du kannst gewinnen, kannst verlieren, was du willst, da passiert einmal nichts. Echt. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmontag, eine schöne Restwoche. Und viel Glück beim Gewinnspiel und die Auflösung, wer das Ganze gewonnen hat, gibt es nicht in der nächsten Folge, sondern in der übernächsten, weil wir nämlich jetzt zwei Folgen am Stück aufnehmen. Das heißt, ich kann jetzt ja noch nicht sagen, wer nächste Woche gewinnt, weil das weiß ich ja nicht. Von daher gibt es das halt in zwei Wochen oder vielleicht in einem Video zwischendurch, will ich aber noch vernünftig ankündigen dann. Ja, von meiner Seite auch aus einen wunderschönen Restmontag noch. Ich hoffe, es war nicht so stressig. Ich hoffe, ihr hattet schön Ostern gefeiert. Und dann würde ich auch von mir aus sagen, viel Glück beim Gewinnspiel und auf Wiedersehen. Bye, bye.